bin total perplex, weil ich habe das Thema so unterschätzt. Definitiv ist ein Produkt, was jeder eigentlich jeden Tag auch sieht. Man nimmt es aber einfach so wahr und macht sich meistens nicht größere Gedanken darüber. Kunststofffensterrahmen und der Fokus auf das Thema Recycling. Da ist auch noch einiges zu tun in dem Feld. Ihr Hörer werdet auf jeden Fall begeistert sein. Definitiv, ich war auch überrascht. Also es gibt noch viel zu tun, aber es ist auch schon viel passiert. Viel Spaß beim Anhören mit Alexander. Im Vorgespräch haben wir uns ja schon ein bisschen kennengelernt, Alexander, und da habe ich schon herausgefunden, dass wir uns beide über Fußball interessieren. Aber was verbirgt sich denn noch hinterm Alexander? Wer bist du denn? Ja, erstmal hallo an euch zwei. Freut mich für die Einladung oder über die Einladung. Ja, ich bin 43 Jahre alt, im Münsterland geboren, habe ursprünglich mal nach dem Abitur einen Handwerksberuf erlernt, nennt sich Rollladen- und Jalousiebau. Tatsächlich, heutzutage heißt der anders, der Beruf. Habe dann tatsächlich da auch noch einen Meistertitel gemacht in Münster in dem Handwerk, ja, und wollte dann immer noch was in Richtung BWL machen und bin dann hier an die Fachhochschule in Münster und danach dann tatsächlich auch schon in den Vertrieb eingestiegen. Bauzulieferindustrie, habe da ja ein, zwei Stationen durchlaufen und bin jetzt seit 2019 bei der WKAG und hier in der Geschäftsleitung verantwortlich für den deutschen Vertrieb. Das bringt dir, glaube ich, auch im Alltag ordentlich ja viel, dass du halt diese Praxis kennst, ja, von damals, ne, mit dem Handwerk. Also es wird dir wahrscheinlich im Alltag viel bringen. Also liegt jetzt ja schon ein paar Jahre zurück. So klar, handwerkliche Fähigkeiten, das bleibt, klar. Aber auf jeden Fall, was definitiv gut tut, ist zu wissen, wie es draußen in der Praxis aussieht. Ne? Wie heißt, was bedeutet das in der Montage? Mit was für Problemen ist man da konfrontiert als Monteur? Ich war jetzt nicht klassisch auf Rohbaubaustellen unterwegs, sondern eher so in der Sanierung, Modernisierung. Da war es dann immer wärmer als im Rohbau. Aber das war definitiv eine tolle Zeit, eine gute Erfahrung. Und ich habe damals auch schon nicht regelmäßig, aber unregelmäßig auch mal ein Fenster in der Hand gehabt. Und das hilft natürlich. Und es war halt eine gute Zeit. Also vom Handwerk aus loszulaufen, das tat definitiv gut in der Entwicklung. Sehr interessant. Vielleicht kannst du ein paar Themen sagen oder ein bisschen die Geschichte, Ursprung von WK. Mit wem wir denn überhaupt heute sprechen? Jetzt haben wir dich kennengelernt, aber was verbirgt sich denn hinter dem Unternehmen? Also ja, wir als Unternehmen haben unser Herz, unsere Historie, unsere Geschichte auch im Münsterland. Wir sind 1969 gegründet worden. Da hat Heinrich Laumann, der Unternehmensgründer, damals die WK Plast gekauft. Und das war ein Unternehmen, was vom Geschäftsmodell her spezialisiert war auf die Extrusion, auf die Herstellung von Kunststoffrohrläden. Das heißt, wir haben unsere Wurzeln eigentlich sozusagen im Bereich Rollläden, Sicht- und Sonnenschutz und sind erst später halt auch zum Fenster gekommen. Also das war 69, damals relativ kleines Unternehmen, 8 Mitarbeiter, 3 Extruder, also 3 Produktionsanlagen, ein LKW, 1,7 Millionen D-Mark Umsatz, also alles ja sehr überschaubar. Er hatte auch jetzt gar nicht so viel Kapital damals gehabt. Er hat das Ding für 250.000 D-Mark gekauft, beziehungsweise die beweglichen Güter und Maschinen, Gebäude, Grundstück gepachtet. Und dann ging die Geschichte los. Das war 69. Dann 3 Jahre später schon der Einstieg ins Fenstergeschäft. Also er hat von Anfang an auch die Idee gehabt, in dem Bereich zu investieren, weil er da Potenzial auch gesehen hat. Er war selber Vertriebler. Der hat bei einem Holzgroßhändler hier im Münsterland über 20 Jahre gearbeitet und hat so aus dem Markt heraus in der Phase viel Nachfrage nach den Produkten gespürt oder gehört und hat dann gedacht, okay, das kann ich irgendwie auch, kann ich gut, und hat dann entschieden, in die Richtung zu gehen. Dann kam der Zeitpunkt, es war günstig, er war sozusagen, also die WK Plast war ein Kunde von ihm oder der Ursprung davon, das war eine Schreinerei, er hat die beliefert und er hat von dem Eigentümer damals mitbekommen, dass er sich von diesem Bereich WK Plast trennen wollte und dann hat er zugeschlagen und dann nahm die Erfolgsstory seinen Lauf. Genau, 71, wie gesagt, dann bereits über 4 Millionen Euro, nicht Euro, D-Mark waren es ja damals noch, Umsatz. Und ja, relativ früh auch in der Unternehmensgeschichte Entscheidung, in andere Märkte zu gehen, also nicht nur Deutschland, sondern andere Tochtergesellschaften, Produktionsgesellschaften in anderen Märkten aufzubauen. Erste Markt war Spanien, dann schon in der Internationalisierung Weg in die USA. Und das war definitiv ein ganz kluger Schachzug, dass man nicht abhängig ist von einem Markt in der Entwicklung, sondern ja mehrere Märkte bedienen konnte.
an der Stelle. Ich glaube tatsächlich eh das so, da habe ich mir letztes Mal erst die Gedanken drüber gemacht, so in den 60er, 70er Jahren. Das war eigentlich die Zeit, wo auch viele neue Unternehmen entstanden sind, weil die Produkte nacheinander ja kreiert wurden. Ja, man hat gemerkt, okay, alles klar, wir haben Fenster, brauchen wir Fensterrahmen. Türgriffe, Fenstergriffe, Parkettboden, was weiß ich. Also da ist dann, sämtliche Dinge sind da entstanden damals, also wenn wir jetzt nur in der Baubranche bleiben, schon ultra interessant. Ist auch dann interessant zu sehen, dass ihr auch aus dieser Zeit kommt, beziehungsweise dass sich das da halt dann auch immer weiterentwickelt hat. Ja, total. Auf der anderen Seite, wir sind ja jetzt auch nicht die Erfinder vom Kunststofffenster, das war eine andere, aber Heinrich Laumann hat damals an das Potenzial geglaubt, es anders zu machen einfach auch und es gut zu machen, und die Erfolgsgeschichte sucht dann seinesgleichen. Also ich würde sagen, ist so was Unternehmer-Erfolgsgeschichten angeht, definitiv eins der schönsten Beispiele hier aus Münsterland. Weil jetzt, wenn man jetzt heute drauf guckt, 55 Jahre später, sind wir ja weltweit unterwegs, haben 2023 irgendwie 1,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht, 7000 Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, 40 Standorte, davon 24 Produktionswerke auf 4 Kontinenten. Das ist schon toll. Ne? Wir sagen immer vom regionalen Handwerksbetrieb zum Weltmarktführer. Also wir dürfen uns offiziell sogar auch Weltmarktführer nennen. Auch bildet sich jetzt hier keiner was drauf ein, aber man ist schon dann stolz auch drauf, auf diese Entwicklung, weil wir trotz Größe, die wir jetzt mittlerweile erreicht haben, auch uns immer noch als Familienunternehmen auch verstehen. Wir sind heute noch in der zweiten Generation familiengeführt. Alles danach aus, dass das auch in die dritte Generation jetzt übergeht. Also zu 100% in Familienhand, versuchen kurze Entscheidungswege auch aufrechtzuerhalten, flache Hierarchien. Klar, das gelingt uns auch nicht immer, aber überwiegend. Und das ist definitiv ein ganz wichtiger Teil der Erfolgsgeschichte. Das ist richtig gut. Also ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es auch noch so ein, ich weiß nicht, wie eure Wettbewerber, vielleicht hebt es euch auch dadurch ein bisschen von den anderen Herstellern auch noch ab, oder? Dass ihr familiengeführt seid, aber trotzdem ja schon global so echt ein Riesenunternehmen. Und wie du sagst, flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege, da ist man echt auch flexibel und kann schnell auf neue Marktgegebenheiten ja dann auch reagieren. Ja, also definitiv. Ich würde auch sagen, dass das uns vom Wettbewerb unterscheidet, wenngleich auch andere familiengeführte Unternehmen jetzt dabei sind. Wichtig ist am Ende, wie, ne? Also mit was für einer Unternehmenskultur, mit was für einem Umgang. Und das ist definitiv besondere Unternehmenskultur hier bei WK. Ne? Wir haben ein tolles Miteinander. Wir sind ein sehr wertegeprägtes, werteorientiertes Unternehmen, Wertschätzung in alle Richtungen, also in Richtung Mitarbeiter, in Richtung Partner und Kunden im Markt ist ganz wichtig. Verbindlichkeit, Vertrauen und Verantwortung, unfassbar wichtig. Laumann hat mal ein Zitat gebracht, ich muss mal gucken, ob ich das noch zusammenbekomme. Wer eine hohe Motivation der Mitarbeiter erreichen will, muss ihnen Verantwortung übertragen und Vertrauen schenken. Das hört sich so lapidar an und so einfach. Und es ist jetzt ja auch keine Raketenphysik, aber das über einen langen Zeitraum einfach auch so zu leben, dass das genau von den Mitarbeitern und idealerweise auch von deinen Kunden so wahrgenommen wird, das ist dann die Kunst. Ja, gesagt ist sowas schnell, aber dann tatsächlich das auch so zu leben und umzusetzen, definitiv, aber genau richtig. Jetzt wollen wir heute tiefer mal in das Thema Recycling eingehen oder eintauchen, dass wir da mal mehr erfahren darüber. Und vielleicht kannst du mal so ganz grob zum Einstieg sagen, wie denn WK damit mit dem Thema Recycling gerade in den Fensterprofilen umgeht. Also vielleicht nochmal ganz kurz für die Zuhörer zum Einordnen. Ihr seid spezialisiert nur auf Kunststofffenster, richtig? Oder auf Profile? Ja, sorry, das hätte ich noch ergänzen müssen. Unser Kerngeschäft ist die Herstellung, Entwicklung und Herstellung von Kunststofffensterprofilen. Kunststofffensterprofile, Sicht- und Sonnenschutzprofile, daneben haben wir noch Plattenprofile, aber das Hauptgeschäft ist sind Kunststofffensterprofile. Und in dem Bereich dürfen wir uns auch Weltmarktführer nennen. Und da jetzt Thema Recycling, ihr seid. Also ist natürlich schon mal generell interessant, dass sich eine Firma, die Fensterprofile herstellt, auch mit dem Thema Recycling beschäftigt. Das heißt, die müssen ja auch zu euch den Weg zurückfinden. Oder wie funktioniert das? Naja, idealerweise ist das so. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ganz wichtiger Teil. Also ist es nicht erst seit heute, sondern seit geraumer Zeit auch schon. Diese Kreislaufwirtschaft für den Bereich Kunststofffenster, den gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre. Da hat tatsächlich damals Heinrich Laumann, beziehungsweise die WK,
Pionierarbeit geleistet. Kunststofffenster waren damals politisch unter Druck. Da gab es Anfang der 90er PVC-Verbote in Kommunen. Und da war einfach die Notwendigkeit da, eine Kreislaufwirtschaft ins Leben zu rufen. Und das hat er dann getan. Er hat die WK Umwelttechnik gegründet. Die sitzt in Thüringen, in Behringen. Und das ist jetzt heute unser Werk, wo Kunststofffenster recycelt werden. Das heißt, alte Fenster oder ausgebaute alte Kunststofffenster gehen idealerweise, finden den Weg dorthin und werden dann dort in einen großen Schredder reingeschmissen. Und am Ende kommt Material wieder raus, was wir für neue Fenster verwenden können. Das ist natürlich extrem wichtig. Ne? Dass, wenn man jetzt heute drauf guckt, mit welchen Themen wir uns da befassen, gerade auch im Gebäudesektor, CO2-Ausstoß da zu minimieren, das Riesenpotenzial, was da liegt, da ist definitiv ein Schlüssel die Erhöhung oder die Maximierung des Recyclinganteils. Ich würde gern trotzdem noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, und zwar das eine, da reden wir gleich auch nochmal drüber, weil das ist super interessant, was bei euch dann im Werk dann wirklich passiert, im Schredder und so weiter, wie das dann auch wieder hergestellt wird. Aber wie sorgt ihr dafür, dass es auf den Baustellen bei einem Abriss, also so stelle ich mir das jetzt einfach vor, du wirst mir aber bestimmt gleich sagen, wie es dann tatsächlich abläuft, dass dann so sortiert wird, dass dann die Kunststoffrahmen auch so zusammenliegen, dass die auch wieder so zu euch zurückkommen? Wie funktioniert es? Na, idealerweise wird das alles in einen großen Container reingekippt. Also am besten Glas und Rahmen getrennt. Also die Rahmen werden dann in einen großen Container reingeschmissen. Das wird so dann dort auf der Baustelle von uns abgeholt und nach Behringen gebracht und dort weiterverarbeitet. Aber es ist, die große Herausforderung ist tatsächlich, dafür zu sorgen zukünftig, dass jeder, der auch so ein Kunststofffenster ausbaut, weiß, dass er da einen wertvollen Rohstoff in der Hand hat. Und das ist, würde ich sagen, heute noch nicht flächendeckend der Fall. Ich würde sagen, nicht jedes Fenster findet heute den Weg, leider den Weg in die Wiederverwertung, ins Recycling. Und warum ist es noch so, dass es nicht... Also wo fehlt es da noch? Weißt du das irgendwie? Ich glaube, ein Stück weit Unwissenheit ist das. Das ist deutlich besser geworden natürlich über die letzten Jahre. Aber wir müssen da einfach mehr und mehr aufklären. Da gehört ein logistisches Netz mit vielen Servicepartnern, Abnahmestellen dazu. Ich muss einfach auch wissen. Also wenn ich jetzt das irgendwie gewerblich machen lasse, die wissen idealerweise auch, wohin damit. Aber wenn ich jetzt vielleicht selber mal ein DIY-Projekt zu Hause mache, dann muss ich ja irgendwie auch einen Weg finden oder wissen, wohin damit. Ne? Und da muss man ehrlicherweise auch mal ran und aufklären. Ja, absolut. Ich glaube tatsächlich, die wenigsten wissen das. Ja, ich glaube, da ist viel möglich. Aber vielleicht, du hast gesagt, okay, nach dem Abriss landen alle in einem Container und dann gehen die zurück zu euch. Und dann werden sie geschreddert. Und dann, was passiert dann? Wird dann eingeschmolzen oder wie muss man sich das vorstellen? Nö, das ist wie so eine große Hammermühle. Ne? Du musst euch das vorstellen, das ist ein Berg voll alten Kunststofffensterrahmen. Dann greift da ein Bagger rein, sozusagen in diesen Berg und schmeißt das in einen Schredder. Und durch verschiedene Produktionsabläufe wird dann das Ganze nach Farbe sortiert am Ende. Dann kommen noch ein, zwei weitere Prozessschritte dazu, sodass wir dann ganz am Ende ein Produkt haben, was wir hier wieder in unsere Extruder reinfüllen können und daraus ein Kunststofffenster bauen. Ist dann wieder wie so feines Granulat eben. Und dann. Wichtig noch, was ist ein bisschen technisch, aber was wichtig ist, es gibt verschiedene Quellen auch für Recyclingmaterial. Es gibt ja zum einen jetzt dieses Riesenpotenzial, was Altfenster angeht, also alte, ausgebaute Kunststofffenster. Das nennt man Post-Consumer. Und dann gibt es aber aus den Produktionen der Hersteller, also der Extrudeure, wir jetzt beispielsweise, gibt es ja auch Rückläufer. Das können wir hier vor Ort direkt wieder dem Prozess zuführen. Und dann gibt es aber auch noch Profilabschnitte und Rückläufe aus den Produktionen unserer Fensterkunden. Die holen wir auch zurück und führen das wieder dem Kreislauf zu. Was man, wenn du jetzt heute ein Kunststofffenster ausgebaut reinkippst, hast du, also in diese Wiederverwertung hast du, kannst du ungefähr 98-99% von dem, was du reinkippst, wiederverwerten. Und das ist natürlich, was nachhaltiges Wirtschaften angeht, extrem gute Ausgangslage. Werden diese Fenster irgendwie besonders gekennzeichnet oder ist das tatsächlich 1:1 vergleichbar, wie wenn man jetzt... Also von den Qualitäten ist es 1:1 vergleichbar. Das steht denn Qualitäten von frischem Material nichts nach.
es hat sich ja tatsächlich auch umgekehrt, so vom Zeitgeist. Das war früher eher so, dass man dieses Material, was wir da bekommen haben, das haben wir dann aufgepatcht. Das heißt, wir haben das weiß eingefärbt, damit man nicht sehen konnte, dass in diesem Profil Recyclingmaterial drin ist, weil es hatte einen schlechten Ruf. Ja. Das hat sich ja total gedreht. Also das ist jetzt eher ja auch ein Vorteil. Also nicht nur ein Vorteil, du hast ja teilweise auch Kommunen, die Mindestanteile ausschreiben. Nimm mal Düsseldorf als Beispiel, die sagen, dass du einen bestimmten Recyclinganteil nicht unterschreiten darfst, sonst bist du gar nicht in der Ausschreibung drin oder darfst nicht teilnehmen. Und das dreht sich total. Und dann hast du aber auf der anderen Seite, die Situation ist da auch widersprüchlich. Gibt es ja Zertifizierungen, die in der höchsten Zertifizierungsstufe im Grunde genommen diesen Kreislauf, diese Kreislaufwirtschaft torpedieren, weil die dann sagen, ich darf nur Frischmaterial einsetzen. Da muss man ein bisschen ausholen. Ich glaube, es war sozusagen bis in die 90er Jahre, wurde unter anderem in der Mischung Blei oder Barium-Cadmium verwendet. Das sind ja Schadstoffe. So, und jetzt gibt es von der EU eine Ausnahmegenehmigung, um diese alten Fenster, die ausgebaut werden, dem Prozess wieder zuzuführen. Darf ich das machen? Aber ich muss zwingend dieses recycelte Material mit einem frischen Material ummanteln, damit sozusagen diese Schadstoffe nicht mit der Umwelt in Berührung kommen. Na, wenn ich jetzt beispielsweise, das heißt, ich kann auf der einen Seite sagen, ich habe Fenster zu 100% aus Recyclingmaterial, aber dann ohne Altfenster. Und das ist, würde ich jetzt sagen, meiner Meinung nach, definitiv nicht zu 100% nachhaltig. Und wenn du dann zertifizierte Stellen hast, die das so ausschreiben, da ist unser Job dann aufzuklären, ne? Zu sagen, hey, wenn ihr das macht, das kann man machen, aber am Ende ist das kein nachhaltiger Kreislauf, weil ein Altfenster ist besser wieder in den Kreislauf gebracht, als, wie sagt man so schön, den Weg zu finden in die thermische Verwertung, also in die Verbrennung. Da macht es wenig Sinn. Stichwort Aufklärung. Klärt ihr da dann die Handwerker auf oder die Händler dann? Oder? Naja, erstmal müssen wir mit unserer Zielgruppe arbeiten. Das sind die Hersteller von Fenstern, Kunststofffenstern. Und da gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle. Der eine bedient den Handel, der andere produziert sozusagen für seinen eigenen Verbrauch und montiert selber, macht direktes Endkundengeschäft. Also wir müssen diesen Weg gehen und auf der anderen Seite natürlich auch in der Politik da ein bisschen Aufklärung betreiben, weil da ist es definitiv noch nicht durchgedrungen. Jetzt nicht so weit gehen, weil man muss ja auch unterscheiden. Kunststofffensterprofil ist sehr zu differenzieren im Vergleich zu einer Plastiktüte, aber manchmal hat man das Gefühl, dass das thematisch von dem einen oder anderen sehr nah aneinander gelegt wird. Ne? Und das ist ja definitiv nicht der Fall. Du hast gerade ein Stichwort gesagt, das habe ich auch noch im Kopf, Politik. Werden denn schon die Recyclingfenster, es wird ja alles Mögliche immer gefördert. Gerade im Bau gibt es ja verschiedene Förderprogramme. Manchmal auch nur kurz, also manchmal ist es auch schnell wieder weg. Aber werden denn recycelte Fenster gefördert? Oder ist es tatsächlich nur so ein, wie du sagst, in Ausschreibungen oft enthalten? Weil es dann eben, wichtig ist? Nee, spezielle Förderprogramme sind mir jetzt nicht bekannt. Eher das Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ne? Das ist dann, da werden bestimmte Zertifizierungsstufen ausgeschrieben und die höchste sagt dann beispielsweise, das muss bleifrei sein. Ja, das ist ja im Grunde die Intention dahinter, ist ja auch gut, aber das ist absolut konträr zu diesem, Kreislauf, den wir jetzt schon seit Anfang der 90er Jahre haben. Und ist definitiv besser. Ein Kunststofffenster findet seinen Weg in die in die Wiederverwertung und daraus wird ein neues, als das, keine Ahnung. Ich meine, wir haben in Deutschland Deponieverbot. Die Dinger dürfen Gott sei Dank nicht mehr auf die Deponie, aber dann müssten sie verbrannt werden. Und das ist, wenn man über Ressourcenschonung nachdenkt, macht das wenig Sinn. Und ja, ich würde noch weitergehen. Das ist einfach die Herausforderung von allen jetzt in der Baubranche. Jetzt, ich nehme mal jetzt auf unserer Stufe die Extrudeure und die Profilhersteller, die müssen einfach zukünftig ihre Produkte vom Design her einfach auch auslegen auf Recycling. Das heißt, den Recyclinganteil maximieren. Und dann wird so ein Fenster der Zukunft so aussehen, dass ich einen maximierten Recyclingkern habe und drumherum mit sogenannten Bio-PVC arbeite. Das ist dann PVC aus nachwachsenden
Rohstoffquellen, beispielsweise Kiefernöl oder Used Cooking Oil, also gebrauchtes Frittenfett tatsächlich. Da geht die Entwicklung hin, dass man dann ja ungefähr, kannst du so sagen, über den Daumen gepeilt, 75% Recyclinganteil im Profil hast und 25% Bio-PVC drumherum legst. Das ist das Fenster der Zukunft, Kunststofffenster der Zukunft. Und das ist dann zu 100% nachhaltig. Das ist echt spannend, auch mal das zu sehen, wäre, glaube ich, spannend, wie das dann wirklich von Beginn an bis zum Schluss, wie dann so ein nachhaltiges Fensterrahmen hergestellt wird. Aber wenn ich jetzt so einen Kunststoffrahmen recycle, ist es egal, wie oft ich das recycle oder lässt da irgendwann mal die Qualität nach? Ja, bis zu 10-mal ist das möglich. Wenn du dann jetzt, also die Geister streiten sich da so ein bisschen, ich würde sagen, so durchschnittlich kann man eine Lebensdauer von 35 Jahren für ein Kunststofffenster ansetzen, dann hättest du an der Stelle eine Lebensdauer vom Produkt Kunststofffenster, was 350 Jahre ungefähr angeht. Und das ist halt schon, ich meine, das ist definitiv ein Fund für die Kunststofffenster im Vergleich zu anderen Rahmenmaterialien. Auf jeden Fall. Definitiv. Mhm. Das ist einiges, ja. Mhm. Ich meine, 350 Jahre ist ein Wort. wenn wir Thema Recycling noch weitergehen, Nachhaltigkeit, ich meine, da gehört ja das eigentlich. Nachhaltigkeit ist ein großer Begriff, da versteht auch jedes Unternehmen immer was anderes drunter. Dehnbarer Begriff. Aber vielleicht könnt ihr denn, oder nachhaltig, was bedeutet das für euch, beziehungsweise wie schaut ihr da drauf in der Produktion? Ich meine, wird ja wahrscheinlich relativ viel Energie benötigen, Kunststoff zu verarbeiten. Genau, ja, zum einen natürlich mit Solarenergie. Wir haben ja relativ viel Solarfläche auf dem Dach. Dann gerade schon erwähnt das Thema Recycling. Einsetzen hier am Standort. Das umfasst ja viele Themen. Wir haben hier eine eigene Kläranlage am Werk. Aber das sind so technische Themen. Man kann das Thema Nachhaltigkeit ja auch noch auf andere Felder ausweiten. Nachhaltigkeit heißt auch, mit den Mitarbeitern ordentlich umzugehen und denen eine Perspektive zu geben. Wir sprechen hier bei uns, es ist ein Marketingbegriff, wenn du so willst, aber wir sprechen hier von enkelgerechtem Handeln, so dass Mitarbeiter, Umwelt, Partner all das mit einschließt und nicht nur das Produkt, was dann optimiert wird in Richtung Recycling oder der Produktionsprozess versucht wird, nachhaltig zu gestalten und da Energie und CO2 einzusparen, sondern das Ganze auch noch auf andere Ebenen gehoben wird. Enkelgerecht bedeutet, also ihr schaut dann, also verstehe ich jetzt Richtung zwei Themen, zum einen enkelgerecht, klar nachhaltig, bedeutet, ich gehe mit meinen Ressourcen schonend um, damit eben die Ressourcen auch in Zukunft noch ausreichend zur Verfügung steht. Aber wenn es ihr jetzt genau oder auf eure Mitarbeiter bezieht, heißt, schaut ihr dann, dass die sozusagen, dass die Enkel auch gern bei euch arbeiten würden, oder? Ja, sowohl als auch, so kann man es auch verstehen, dass sie einfach hier eine Perspektive haben, dass sie sich hier entwickeln können, dass sie einfach gerne hier arbeiten, gerne zur Arbeit kommen, dass sie gehört werden. Das, ich hatte es ja eingangs gesagt, das ist einfach ein wichtiger Teil auch der WK-DNA, unserer Kultur hier, auf den Menschen auch zu gucken und den Menschen ins Zentrum zu stellen. Ja, und das halt nicht nur auf irgendwelche Poster zu schreiben und an die Wand zu hängen, sondern wirklich auch tagtäglich zu leben und das Ganze auch ernst zu nehmen. Weil funktioniert ja auch nur, wenn die Basis das am Ende genauso sieht. Absolut. Und die Basis und am Ende dann auch vielleicht in Zukunft junge Leute irgendwie zu erreichen, ist ja auch immer so ein Thema. Da fällt mir gerade das Stichwort auch Digitalisierung ein. Wie geht ihr da draußen vielleicht sogar nochmal zurück zum Thema Recycling, auch nochmal so ein kleines Stück. Wie setzt ihr die Digitalisierung ein? Vielleicht aber auch im Verkauf, das ist ja auch nochmal dein Hauptthema. Damit beschäftigst du dich ja auch. Sag mal so ein bisschen Digitalisierung und WK, wie kommt das zusammen? Ist ein ganz wichtiges Thema. Auf der anderen Seite Digitalisierung und Baubranche, das ist relativ langsam und träge. Ich glaube, es gibt keinen Sektor in unserer Wirtschaft, der so, wie soll ich es positiv ausdrücken, so viel Potenzial hat und so viel wenig Dynamik entfaltet. Die Vorwarnung war gut. Wie so wenig Dynamik entfaltet wie die Baubranche bei dem Thema Digitalisierung. Aber
Ja, also das geht so weit am Ende, dass wir ja auch dafür Sorge tragen müssen, dass man am Ende die Profile auch identifizieren kann. Wir haben jetzt heute auch schon die Möglichkeit, Profile mit Aufklebern oder mit Chips sozusagen zu versehen, sodass du am Ende als Hersteller oder als Endkunde da auch relativ einfach erkennen kannst, was ist denn da jetzt enthalten. Ne? Und da wird der Weg auch hingehen. Da müssen wir unsere Kunden mitnehmen, da müssen unsere Kunden ihre Kunden mitnehmen, da müssen die Endkunden dazu aufgeklärt werden. Genau da, an der Stelle, liegt noch viel Potenzial und viel Weg vor uns, definitiv. Absolut. Ich habe ja sogar selber gerade privat so ein bisschen einen Fall, wo ich gedacht habe, oh, wenn jetzt mein Fensterrahmen beschädigt ist, dann kostet es noch mehr, weil bei mir hat die Scheibe verrissen. Also ich habe einen richtigen Riss in meiner Scheibe, ich weiß auch nicht warum, also man geht davon aus, es wäre irgendwie ein Hitzestau oder so gewesen. Und dann hatte ich die Angst, dass auch der Rahmen beschädigt ist, und da war auch der Glasbauer da und der meinte, nee, also muss tatsächlich nur das Glas ausgetauscht werden, sonst hätte der Rahmen auch mit in die Werkstatt müssen und man hätte dann auch nochmal den kompletten Rahmen austauschen müssen. Aber da habe ich mich gefragt, wie geht es, dass der Rahmen nicht beschädigt ist, sondern nur das Glas, weil es ist am Rande des Rahmens ist gebrochen. Das ist natürlich jetzt für dich eine Ferndiagnose, aber wenn ich dich schon am Apparat habe, frage ich dich mal. Weil da bin ich jetzt wenig Experte, müssen wir unsere Techniker fragen, aber normalerweise ist es ja so, dass die Scheibe wird da so reingelegt, würde ich fast sagen, genau. Eingesetzt und verklotzt. Und an der Stelle gibt es ja keine feste Verbindung zum Rahmen. Deshalb, wenn da, also glücklicherweise ist es so, ne, wenn du jetzt bei jedem Glasscheibenschaden auch direkt den Rahmen oder den Flügel, idealerweise ist dann der Flügel, tauschen müsstest, dann hätten wir ein Problem. Ja, von daher ist das ganz gut so, dass das halt nicht so ist, weil sonst müssten wir ständig und permanent unseren Produkten da hinterherfahren. Wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, jetzt, ich hätte gern auch ein Fensterprofil von WK. Jetzt kauft mir meistens nicht nur das Fensterprofil, sondern wirklich ein fix und fertiges Fenster. Wie finde ich euch oder wie finden die Zuhörer euch oder ein Produkt von euch? Auf wen müssen sie zugehen? Beziehungsweise wie finden sie Fachbetriebe, die eure Produkte eben verkaufen und einbauen? Ich meine, das ist klassisch, wie bei fast jedem Hersteller, einfach über die Partnersuche bei uns auf der Internetseite. Da gelangt man dann zu den Internetauftritten unserer Kunden, kann sich dort informieren. Die haben ja auch selber gute Internetauftritte und informieren da über das Produktfenster. Dann gibt es noch eine Gemeinschaftskooperation mit einem Glashersteller, wo wir versuchen auch zu qualifizieren, zu informieren. Das ist die Seite Das richtige Fenster. Weil du hast es ja gut gesagt, ne, zu einem guten Fenster gehört ja nicht nur das Profil, sondern auch Glas, gehört Beschlag, gehört eine vernünftige und gute Montage. Also das ist, darf ja auf gar keinen Fall nur aufs Profil reduziert werden. Und da sollte man sich gut informieren, weil das ist eine Entscheidung fürs Leben, wenn ich jetzt ein Haus baue und ein Fenster da einbaue. Genau. Oder ein Haus kaufe und da was renoviere. Ja. Also klassisch über die üblichen Internetkanäle. Und da kann ich auch nur jedem empfehlen, ein bisschen Zeit zu investieren und sich da mal schlau zu machen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann einfach die Fachleute ansprechen, die Bauelemente, Händler oder unsere Kunden direkt. Die sind schon gut aufgestellt, dass sie an der Stelle beraten und qualifizieren können. Sehr gut. Das ist absolut auch ein Thema, das Thema Aufklärung, auch in Richtung Bauherren. Da ist es ja eh so. Also der Julian hat ja die Erfahrung gemacht, als er sein Haus saniert hat, dass man wenig Aufklärung bekommt oder auch Menschen einfach vertrauen muss, mit denen man zusammenarbeitet. Also sei es der Händler oder sei es der Handwerker, genau. Und das ist ganz gut, dass auch ihr jetzt bei uns im Podcast seid, dass man auch einfach hören kann, okay, wie funktioniert das Thema? Wie funktioniert ihr als Unternehmen? Weil sicherlich ist es ja auch so, es gibt ja auch woanders Kunststoffrahmen, ganz klar. Also das ist ja logisch, es gibt ja auch andere Unternehmen, die das herstellen, die das verkaufen, aber sich damit, sich zu stellen und zu erklären, wie das abläuft, das finde ich ganz, ganz stark und das macht euch auch als Unternehmen aus und man sieht auch, wie ihr da auch intern funktioniert, dass ihr da euch nicht scheut, sondern dass ihr euch da gerne zeigt und auch nochmal vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast, mit uns zu sprechen, uns da deine Expertise zu geben. Vielen Dank, Alexander. Hast du vielleicht noch letzte Worte? Ja, ich habe zu danken oder darf Danke sagen im Namen von WK an der Stelle. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen spannende Informationen mitgeben, ein bisschen aufklären an der Stelle über das Thema Recycling. Denn so ein Fenster, Kunststofffenster oder Fenster an sich wird
oftmals unterschätzt, hat viel zu bieten. Und ja, ich finde es auch klasse, dass ihr dem ganzen Baubereich, der Baubranche hier mal eine Stimme gebt an der Stelle. Weil, ja, wie du gesagt hast, wenn ich jetzt im Grunde als Bauherr oder Partner suche, da bin ich schon darauf angewiesen, dass die einen guten Job machen. Mhm, definitiv. Ja. Danke für den Mehrwert. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke dir. Ciao.